Ja, hallo liebe Brettspielgeeks. Jetzt kommt ein Unboxing von mir. Und zwar hat es Mindclash Games endlich geschafft, das Spiel auszuliefern. Ihr wisst ja, dass dieses Spiel auf der Spiel 2000, also wir reden von Cerebria, dass es auf der Spiel dieses Jahr zu kaufen gab. Und jetzt erst, also gestern, ist es bei mir angekommen. Und ich muss sagen, ich bin etwas hin und her gerissen. Also das ist der erste Kickstarter, den ich gebackt habe. Alle anderen Kickstarter, die ich danach gebackt habe, sind schon alle da. Und der erste Kickstarter, den ich gebackt habe, der kommt jetzt als letztes sozusagen. Ich habe jetzt erstmal nichts gebackt, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugt bin von Kickstarter, von dem Konzept. Da sind coole Ideen bei, ja, aber es kann nicht sein, dass ich auf der Spiel als Backer mein Spiel nicht mal abholen kann. Also das war jetzt der Fall. Die haben nämlich alle Spiele verschickt und ich konnte mein Spiel auf der Spiel nicht abholen. Aber alle anderen, die es nicht gebackt hatten, die konnten es mitnehmen. Und mussten nicht mal Versandkosten zahlen. Das heißt, eigentlich habe ich richtig Pech gehabt. Bin ich im Minus geblieben, weil ich die Versandkosten mittragen musste. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn von Kickstarter ist, Leute. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was meint ihr dazu? Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht? Denn ich habe letztens auch im Forum gelesen, hat einer gesagt, Leute, ich habe schon einige Spiele gebackt, die sind nie angekommen. Was ich richtig krass finde, ehrlich gesagt. Mein Bruder hat ein ähnliches, zwar nicht mit Spielen, aber so mit Kopfhörern auch so ein Problem gehabt. Die sind bis heute nicht da, haben Schweinegeld gekostet. Was sagt ihr zu Kickstarter? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt uns das mal kurz in die Kommentare unten. Wie gesagt, ich bin nicht mehr überzeugt von Kickstarter. Es sieht alles cool aus, was da drauf ist. Ich war auch kurz dran, Cloud Spire zu backen, habe es dann nur für 1 € Pledge drin gelassen. Also, wobei ich da sagen muss, die waren am schnellsten. Also Too Many Bones habe ich ja auch bestellt. Und Too Many Bones war wirklich super schnell da, weil das hatte ich als letztes gebackt, war als erstes da, mehr oder weniger. Also da vertraue ich, dass die Spiele sind da schon eigentlich fertig. Die gehen da nicht mit Prototypen rein sozusagen, also nicht mit einem Prototypen-Spiele-Konzept. Aber bei Cloud Spire war das so ein bisschen undurchsichtig, deshalb habe ich da erstmal die Finger von gelassen, weil ich eben mit diesem Spiel auf die Schnauze gefallen bin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lass uns einfach mal schauen, jetzt ist es da, jetzt hören wir auf zu reden und gucken, was da drin ist, okay? So, wir benutzen eine Schere als Werkzeug. So, und wir schauen mal, ob das mit einer Hand hier alles so funktioniert. Ich nutze die Schere auch oft als Messer. Klappt meistens wunderbar. Tada! So. Oha, die Box ist echt groß. Ja, Anachrony habe ich auch bestellt, wie ihr seht, und auch die Exo Command Erweiterung. So, fangen wir mal mit Anachrony an. Alter Schwede, ist die Box groß. Boah. So. Jo, die ist echt riesig. Also keine Standardmasse. Ja, auf Deutsch. Die Anleitung ist auch auf Deutsch dabei. Die Packung sieht eigentlich gut aus. Keine Dellen oder so. Ja, auf das Spiel freue ich mich mega. Also ich bin richtig gespannt. Das soll ja echt gut sein. Also, von den Regeln her nicht ganz easy. Aber ich denke mal, wird gut. So, schauen wir mal, was wir hier noch haben. So, das ist die Erweiterung. Das ist das Exosuit Command Pack. Ja, wenn ich das richtig verstehe, guck mal, hier steht auch Spieleschmiede drauf. Wenn ich das richtig verstehe, wieso ist denn das? Ach so, okay, nee, das ist, ich dachte schon, hä, was sind die damit zu tun? Okay, da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern, dass dieses Spiel bei der Spieleschmiede war. Ja, okay, genau, hier sind 30 von diesen Exosuits drin. Ja, und dann kann man, hier seht ihr, jede Fraktion hat auch andere. Ich hätte richtig Bock, die zu bemalen. Ja. Schauen wir mal.
Hier ist ein Custom Die dabei und wenn ich das richtig sehe, gibt es noch ein paar Karten dazu. So, aber das Spiel kennen ja schon einige von euch bestimmt, wie gesagt. So, und jetzt die größte Schachtel. Alter, die packen wir mal auf diesen Tisch hier. So, jetzt bin ich total gespannt, wie die bemalten Minis aussehen. Denn ich habe ja extra die Version mit den bemalten Minis gekauft. Ach, guck mal, da steht das. Das ist sozusagen der Vorteil, dass ich das auf Kickstarter gebackt habe. Jetzt gucken wir mal. Der einzige Vorteil, soweit ich weiß. Jetzt gucken wir mal, ob sich das wirklich gelohnt hat. So, ich habe die Origin Box. Das ist praktisch All-In, wie gesagt, mit den bemalten Figuren. Und jetzt bin ich mal gespannt. So. Öffnen wir das. Und schauen mal, was hier alles drin ist. So, die Anleitung sollte eigentlich auch schon längst auf Deutsch raus sein. Haben die auf jeden Fall versprochen. Ist nicht. Ja, das sieht natürlich schon richtig cool aus. Also sieht echt schön aus, so wie es gemacht ist. Man spielt praktisch einmal, man spielt das kooperativ. Das habe ich vorher auch jetzt nicht so, ich habe nicht genau geguckt, was das Spiel beinhaltet. Ich war einfach total angetan vom Artwork und auch davor, dass sie gute Spiele an sich machen. Das war so eine Art Vorschussvertrauen. Gut. Das englische Rulebook ist echt dick. Alter Schwede. Also, Happy Birthday. Dann gucke ich mir es gibt auch ein englisches Rulebook-Video. Oh, man kann es Solo und Koop spielen. Kann man das auch gegeneinander spielen? Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ja, Leute, sagt mir Bescheid, falls ich irgendwas falsch gesagt habe. Tut mir leid. Forces of Balance. Noch irgendein Rulebook. Also drei Rulebooks. Okay. Ist ja krass. So, der Spielplan. Ups. Sehr dick, sehr groß. Sollen wir den mal aufbauen? Deshalb ist der so groß. Der ist nämlich fast so groß wie mein Tisch. Nice. Also da muss ich nochmal 2, 3, 4 Tische drumherum stellen wahrscheinlich. Sieht aber schon cool aus. Die Qualität, also die Haptik ist auch schön. Ist so eine Art Soft Touch, würde ich sagen, nennt man das, glaube ich. Gut, gucken wir mal weiter. So, Tüten. Ah, die Playerboards. Ja, sehr schöne Qualität, muss man wirklich sagen. Auch das hat eine schöne Haptik. Nicht Terraforming Mars Haptik, sondern wirklich hochwertig. Das freut mich, dass ich nicht umsonst so lange gewartet habe. So, also sind einige. Jo, wie viel sind das denn hier? Da sind einige Boards hier. Love. Sehr schön. Was zum Auspöbeln hier. Einige Boards zum Auspöbeln. Das hier. Schön, ein Inlay. Sehr gut. Also schon ein richtig fertiges Inlay. Karten haben wir hier. Das habe ich schon bei dem Kartenspiel gesehen auf der Spiel, dass die halt von Zeichnungen her ziemlich ähnlich sind. Sieht auf jeden Fall cool aus. So. Ja, das sind, glaube ich, auch die gleichen Zeichnungen oder ziemlich ähnlich auf jeden Fall. Das sind sehr große Karten, wie ihr seht. Ja, die passen in meine gesamte Handfläche. Ich gehe mal davon aus, dass die auch eine gute Qualität haben. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen, die auszupacken. So, diese Münze, die gibt es auch in dem Kartenspiel. Da geht es darum, welche Kraft jetzt praktisch aktiv ist. Die muss man dann werfen. So, dann haben wir hier verschiedene Steinchen. Das sind jetzt Aufsteller. So, kleine Karten. Und hier auch, wie gesagt, das Inlay. Hier ist dieser Turm, den wir in der Mitte aufbauen. Ja, so wie gesagt, die Regeln kenne ich noch nicht, aber da gibt es ja noch die
verschiedene andere Farben. So, jetzt, wo sind die Miniaturen? Tada! Wow! Wow, 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 Leute, die sehen echt fett aus. Also ich muss euch sagen, es hat ja $25 gekostet, die bemalen zu lassen oder bemalt zu bekommen. Aber ich muss euch sagen, das hat sich sowas von gelohnt. Also jetzt der erste Blick ist einfach nur fett. Wartet mal kurz. Also ihr seht, die sehen echt klasse aus. Die sind wirklich schön angemalt. Man könnte jetzt noch die Base verfeinern, wenn man will. Aber ja, das muss gar nicht unbedingt sein. Cool. Also ich mal ja noch nicht. Ich wollte vielleicht anfangen, aber das hätte ich so auch nicht hingekriegt. Boah, die sieht fett aus. Die sieht echt gut aus. Guckt euch das an. Der hat so ein, ich weiß gar nicht, ja, das sind so durchsichtig, ne? Voll cool. Also die sind echt schön, schön gemacht. Kann man nichts sagen, wie gesagt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auf die Kickstarter-Version hierbei zu warten. Ihr wisst ja, vorhin habe ich gesagt, bin ich so überzeugt, ne? Ob das jetzt auf das Spiel musste ich ja praktisch, hätte man das auch kaufen können. Allerdings nicht die bemalte Version. Wobei ich nicht weiß, ob das so bleibt. Ne? Also vielleicht kann man die später ja noch zusätzlich holen. Aber das sieht schon cool aus. Also ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Na, also die Qualität ist mega. Die ist echt, echt cool. Also da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Das muss ich wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich könnte das so nicht malen, deshalb, ich habe ja meine Figuren anmalen lassen von Blood Rage und das hat mich sehr viel Geld gekostet, ehrlich gesagt, aber da sind ja auch sehr viele Figuren drin, ist klar. Nur grundsätzlich würde ich das gerne selber machen, das Problem ist halt die Zeit und ja. So, und die letzte Figur, die zeige ich euch auch jetzt noch, also... Sieht echt, echt schön. Also auch das Design der Figuren selbst, ja, wie die Gefühle und die Emotionen dargestellt werden. Sehr kreativ, wirklich, wirklich schön gemacht. Und ja, also das ist das Unboxing von Cerebria. So, liebe Brettspielgeeks, das war's von mir. Das war das Unboxing von Cerebria. Schreibt mir in eure Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet, wenn ihr es habt. Wenn ihr noch auf euer Spiel wartet, dann kann das gut sein, denn Happy Shops verschickt irgendwie nach ganz Europa und die verschicken das irgendwie portionsweise oder so. Die verschicken nicht alles gleichzeitig. Wahrscheinlich, weil sie dann ja, ihr Tagesgeschäft noch irgendwie abwickeln müssen. Wie auch immer, ich weiß, das Warten ist ätzend. Ich habe selbst lange warten müssen, aber es lohnt sich für dieses Spiel tatsächlich wirklich jetzt vom Aussehen her, von Qualität ist top. Also da bin ich nicht enttäuscht. Da finde ich, hat sich das gelohnt. Die Frage ist jetzt, wie ist das Gameplay? Wenn ihr es schon gespielt habt, schreibt mir auch rein, wie ihr es fandet. Und ja, ich freue mich auf die erste Partie und ja, wünsche euch auch viel Spaß bei den nächsten oder bei der Partie Cerebria, wenn ihr das irgendwann mal in die Hände bekommt oder anspielen könnt. Also, vielen Dank, bis dann, ciao.